Sojamilch ist super ungesund. Ich trinke nur noch Reis, Mandel, Dinkel oder Hafermilch. Boah, wenn ich noch einen Blogger-Post mit Avocado-Brot sehe, kotze ich. Entschuldige, habt ihr keine Süßkartoffelpommes? Danke, ist von Off-White. Es heißt Pho, nicht Pho. Pho, wie fuck. Warum hast du eigentlich nichts von Off-White? Pho, nicht Pho. Guck mal, findest du, ich habe zu wenig Architektur in meinem Insta-Feed? Okay, ganz ehrlich, ich verstehe den Hype um Wettmau nicht. Ja, weil sonst habe ich noch ein paar Bilder von Plattenbauten. Habt ihr nur Agavendicksaft, kein Reissirup? Gibt's bei dem Italiener auch Dinkelnudeln? Ich mache gerade Weizen-Detox. Haben die hier keine Trüffel-Mayo? Hey, sag mal, hast du Liste für die Party später? Virgil liegt ja auf. Sojamilch ist super ungesund. Ich trinke nur noch Reis, Mandel, Dinkel oder Hafermilch. Vorhin meinte er noch, ich bin auf der Liste. Virgil und Boys Neues legen heute auf. Hast du da Gästeliste eigentlich für, sag mal? Ach, kann ich wohl. Das sagen alle, die ihn kennen. Ich finde, Virgil liegt sowieso besser auf, als er Mode macht. Boah, Starbucks muss mal echt sein veganes und glutenfreies Sortiment erweitern. Das geht gar nicht. Ich war ja ein paar Mal in Hamburg und ich muss dir echt gestehen, ich verstehe Hamburg nicht. Was ist das Konzept von Hamburg? Ist irgendwie wie München, will aber sein wie Berlin? Ich kapiere es nicht. I know, meine Freundin macht auch gerade Urlaub in L.A., weil die vegane Küche dort so gut ist. Ich schieße nächste Woche mit einem Freund eine Strecke, analog, von einem Plattenbau. Ich finde ja geflochtene Zöpfe echt schwierig, wegen Cultural Appropriation und so. I love Solange. Beyoncé dagegen ist einfach total unmodern. Die hat halt so ein komplettes Album über so Female und Black Empowerment gemacht und das ist einfach so Meta. So Meta, weißt du? Female Empowerment. Sorry, aber einige Wörter werden einfach voll strange klingen auf Deutsch. Hey, sorry, ich bin's nochmal. Du sag mal 11 Uhr AM oder PM? Ja, ich finde den Bildausschnitt jetzt nicht so gut. Kannst du vielleicht nochmal ein paar aus diesem Winkel machen? Bali kann man ja eigentlich nicht mehr machen. Total lame und touristisch mittlerweile. Dann eher noch Lombok, oder? Schon besser. Kannst du vielleicht noch 5 mit Blitz machen? Oh mein Gott, eine Freundin von mir macht gerade eine Yogalehrerausbildung in Südindien. Kannst du mir dann bitte alle Bilder schicken und am besten per Mail, weil WhatsApp rechnet immer die Quali runter? Ja, just saying. Und ich brauche auf jeden Fall noch einen Outfit-Post im Späti oder im Supermarkt. Sag mal, legst du eigentlich auf Insta-Stories das gleiche hoch wie bei Snapchat? Bei Snapchat mache ich eher so die persönlichen, längeren Talk-Sachen. Bei Insta-Stories mehr so Previews und Highlights. Ich bin schon sehr ausgewählt bei Insta-Stories mit dem, was ich hochlade, weil es gucken sich auch voll viele Leute von Brands an. Ja, genau, 10 Uhr AM. Genau. Ja, ich habe auch gerade einen eigenen Podcast mit einer Freundin gestartet, so über Themen, die uns beschäftigen und so conscious stuff so. Freunde von mir produzieren gerade Shirts mit arabischen Schriftzügen, sehen mega cool aus, aber ich finde sowieso das lateinische Alphabet auf Dauer echt boring. Weißt du, einfach mehr Consciousness. Ja, ich bin derzeit viel in New York, weniger Berlin. Ja, lass uns am besten auch noch ein paar Einwegkameras besorgen, dann haben wir noch ein paar coole analoge Fotos. Ja, ich bin derzeit öfter in Paris als in Berlin. Gucci ist halt gerade einfach wieder richtig cool. Ich finde dieses Brand Revival so super. Stranger Things, oh mein Gott. Guck mal, ich bestelle mir gerade das Gucci-Shirt. Willst du das auch? What? Du hast Stranger Things nicht geguckt? Ey, Winona Ryder ist einfach so cool vintage wieder. Das ist einfach... Guck mal, welche Gucci-Tasche findest du besser? Die hier oder die hier? Ja, ich kann mich halt nicht entscheiden. Die eine hat halt so diese coole Prollo-Vintage-Optik und die andere ist halt so ein bisschen mehr sophisticated, weißt du? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich skippe dieses Jahr Berlin Fashion Week. Ja, just saying. Oh mein Gott, need ungefähr alles von der Supreme und Louis Vuitton Collabo. Ja, also ich weiß nicht, seitdem Chiasamen so krass gehypt werden, glaube ich irgendwie nicht mehr in die Wirkung. Du, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mehr zu leben und weniger zu arbeiten. Alles klar. Boah, wir beide müssen echt mal lunchen gehen. Bei Starbucks ist das Einzige, was glutenfrei ist, der Espresso Brownie. Toll, da habe ich da voll viel Zucker drin. Ist wirklich so, das sage ich. So, oh mein Gott.